Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, dem 17. November. Gestern gab es einen kleinen Bug mit der Software und auch heute war es nicht ganz so koscher, aber letztlich haben wir es ja jetzt geschafft und wir wollen heute hier jetzt auf den Euro gegenüber dem japanischen Yen schauen, der sich in einer durchaus interessanten Konstellation zeigt, wie wir hier sehen. Wir haben hier die Situation, dass der Euro gegenüber dem japanischen Yen in einer Phase des Abwärtsstrudels verweilt. Und das sehen wir auch hier sehr schön, wenn wir mal aufs große Bild schauen. Wir hatten hier mit dem Abschluss des Jahres 2014 eine enorme Rallye gesehen, hier während der letzten Handelswochen im Jahr 2014 bis in den Dezember hinein. Und dann gab es ja eben hier die doch mehr oder weniger erstmal ausgeprägte Konsolidierung. Das artete dann zur Korrektur aus bis in den Januar. Und jetzt haben wir hier gesehen, unlängst seit dem Korrekturtief hier vom April bei 126,05 gab es ein Erholungsmanöver, das hier aber an dieser Trendlinie, die sich hier seit dem Hoch eben aus dem letzten Jahr zeichnete, immer wieder dann umkehrte. Einmal hier im Juni, dann hier zuletzt mit dem Fehlausbruch im August und dann auch nochmal das Ganze hier im Oktober. Und wir sehen aktuell, wie der Preis hier unlängst neues Mehrwochentief in der laufenden Handelswoche gemacht hat. Das ist kein positiver Bias für den Euro gegenüber dem japanischen Yen. Und wir haben hier im Tagesschartintervall die Situation, dass, wenn wir uns ein Stück weit reinzoomen in den Chart, hier sehr deutlich sehen, dass der Preis an der Unterstützung von 131,25 angekommen ist und genau dieses Level hier durchaus interessant erscheint im Sinne weiterer Kursambitionen bzw. Preisambitionen. Hier zuletzt im Januar 2015 Support-Level, dann hier im März ja ein Stück weit Stabilisierungsversuche, dann gab es aber den Ausverkauf, dann hat das Level hier im Laufe des Märzes und bis zum April hinein hier als Widerstand fungiert. Dann gab es den Ausbruch hier Ende April. Seither Erholungsbewegung. Genau in diesem Level sind wir jetzt hier wieder angekommen. Diese Preiszone ist aktuell im Bereich 131,25 zu lokalisieren. Und genau hier kommt es eben darauf an, ob der Euro gegenüber dem japanischen Yen hier abprallt nach oben oder nach unten durchzieht. Wenn wir ein neues Tagestief unter dem gestrigen machen, 130,63, dann wäre sicherlich, da muss man ein Stück weit rauszoomen, eine weitere Abwärtsbewegung anzunehmen, die dann hier in den Bereich 128-126 führen dürfte. Das heißt, hier wären noch einige Pips gen Süden möglich. Das Abschlagspotenzial hier doch schon sehr, sehr enorm. Und das ist genau die Tendenz, die sich hier abzeichnet, sofern wir nicht, beziehungsweise der Euro gegenüber dem japanischen Yen nicht dieses Level hier verteidigen kann. Das wird spannend heute schon, denn Sie sehen, wir sind genau an diesem Punkt angekommen und der Wochentag selber heute Dienstag leicht bärisch, wenngleich hier mit Blick auf die letzten 52 Handelswochen generell eigentlich hier eine Pattsituation vorherrscht, also nicht eine klare Dominanz der Bullen oder Bären, aber heute rein technisch eher ein schwächerer Tag und das zeichnet sich auch bislang hier mit dieser aktuellen Tageskerze ab, denn wir sehen hier aktuell Verkaufsdruck. Der Euro gegenüber dem japanischen Yen aktuell 58 Pips gelaufen. Im Schnitt haben wir hier ein Stück weit was über 100 zu erwarten. Das heißt, 40 Pips Potenzial gibt es noch und das könnte dazu führen, dass hier nochmal in Richtung der gestrigen Tiefs hier nach unten korrigiert wird. Gestern haben wir eine Range von 134 Pips gesehen. Das sehen Sie auch anhand der größeren Tageskerze. Es muss sich eben zeigen, wie die Käufer sich jetzt hier letztlich aufstellen oder es eben bleiben lassen. Und faktisch unter 130, 63 sollte man hier von einer weiteren korrektiven Abwärtsbewegung ausgehen. Also ein neues Tief dürfte hier, gegebenenfalls gibt es noch ein Pullback, aber dann im Prinzip zu weiter fallenden Preisen führen. Daran könnte nur eben, und das ist das Szenario B, hier eine Stabilisierung auf aktuellem Niveau helfen, die dann hier eben nochmal Impulse in Richtung 133,60 initiiert. Das wäre hier dieses Widerstandslevel. Und das wäre sozusagen Plan B für den Fall, dass wir hier nochmal eine Erholung sehen. Das heißt dann aber praktisch nicht, dass es hier vom Tisch ist mit der Korrektur. Das ist im Prinzip jetzt oder wäre jetzt eigentlich nur eine technische Erholungsbewegung. Dazu, um hier wirklich Bullen wieder nach vorne zu bringen, müsste hier der klare Ausbruch über 134 Yen gelingen. Geschieht dies, dann haben wir hier sicherlich Potenzial in Richtung 137. Aber solange das noch nicht der Fall ist, bleibt es, wie gesagt, eher bärisch. Schauen wir hierzu auf das saisonale Verhalten. Da kann man im Prinzip davon ausgehen, dass wir hier im Dezember, da ist natürlich noch ein Stück weit hin, aber ein saisonales Tief vor uns haben, welches dann grundsätzlich ab Mitte Dezember für weiter anziehende Preise spricht. Das mal hier zur Saisonalität. Der Chart selbst deckt das aktuell nicht ab,
Einerseits zwar hier eine Stabilisierung um 131,25, aber für eine weitere Performance im Dezember muss eben hier der Ausbruch über 134 gelingen. Und dann erst könnte man tatsächlich mutmaßen, dass es hier nochmal 250, 300 Pips in Richtung 137 raufgehen könnte. Dazu fehlt aber, wie gesagt, aktuell die klare Indikation. Gehen wir hier in den Stundenchart, da sehen wir im Prinzip hier die schwache Eröffnung am gestrigen Handelstag. Interessant hierbei, dass wir wieder das Gap geschlossen haben. Das passiert in etwa 90% der Fälle am FX-Markt. Das heißt, wenn sonntags Gaps in den Markt gehen, also die Forex-Paare sozusagen mit einer Preislücke zum Freitagsschlusskurs starten, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, das muss nicht am selben Tag passieren, aber dass in der laufenden Handelswoche das Gap geschlossen wird, ist eben hoch. Es gibt noch offene Gaps bei vielen Währungspaaren, das heißt 90% sind keine 100, aber grundsätzlich ist das mal hier eine Tatsache, der man sich nicht verwerfen kann. Grundsätzlich hier im Stundenchart, was sehen wir? Wir haben hier einen Supportbereich, den wir letztlich aufgegeben haben mit der heutigen bisherigen Schwäche. Deswegen hier schon ein Widerstandslevel. Das soll heißen, hier unterhalb des heutigen Niveaus bei 131,70 etwa bleibt das Währungspaar angeschlagen. Auch hier kurzfristiger Abwärtstrend, klar lokalisierbar. Spricht also auch unterhalb des aktuellen Pivot Points, den wir hier bei 131,50 rund haben, plus minus ein paar Pips, bleibt der BIAS wie gesagt bärisch und ein Lauf in Richtung gestriger Tagestiefs kann nicht ausgeschlossen werden. Das muss man an dieser Stelle ganz klar interpretieren. Kurzfristig positiv wäre nur eine Rückkehr über 131,70. Dann kommt sie auf diese Trendlinie an bei 132 und erst darüber könnte man hier mutmaßen, dass das Level um 133,50 hier auf Stundenbasis sehr schön zu sehen mit diesen kleinen Spikes hier nach unten, dass eben genau dieses Level dann hier auf der Oberseite zweckdienlich sein könnte. Dazu aber bedarf es positiver Impulse. Die sehe ich aktuell nicht und insofern heißt es erstmal abwarten, Tee trinken und mal schauen, was der Markt heute noch bietet. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten. Das wäre es fürs heutige Radar gewesen. Wenn Sie mögen, morgen dann natürlich wieder 9:30 Uhr. Wie immer geht es weiter im Text. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Resthandelstag. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.